Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Spezialausgabe von mir. Ich mache dieses Video für einen Kollegen aus einem deutschen Forum, denn ich möchte ein wirklich sehr gelungener Nachbau von ihm aufzeigen. Und ja, um was geht es denn genau? Es geht ums Schloss Belvedere. Das Schloss Belvedere sieht so aus und das steht in Wien. Ein sehr schönes altes Gebäude, also in Österreich, in der Hauptstadt. Und hier haben wir die verschiedenen Ansichten von Schloss Belvedere. Wie man sieht, es ist sehr schön mit Stuckaturen gemacht und auch die Brunnen sind sehr schön gestaltet. Das damit zum Schloss Belvedere, das entstanden ist zwischen 1714 und 1723. Nun gehen wir aber natürlich zum Planet Coaster Nachbau. Der interessiert uns ja wirklich und ja, hier gibt es ein paar spannende Zahlen, die ich euch natürlich nicht vorenthalten möchte. Jetzt muss ich hier noch kurz schnell umstellen. So. Also, in gut über 40 Stunden hat Frank dieses schöne Schloss nachgebaut. Also 40 Stunden hat er investiert, gut, und aus 12.436 Bauteilen ist dieses wunderschöne Gebäude entstanden. Hier sehen wir es. Das Schloss Belvedere in Planet Coaster. Ich habe momentan das Spiel noch kurz pausiert, damit wir das Ganze etwas ansehen können. Hier fangen wir zum Beispiel mal an, hier beim schönen Schlosspark, vom oberen Teil des Gebäudes, die Parkanlage mit den Büschen, mit den Fontänen und natürlich hier mit dem Wasser. Das hat er wirklich sehr schön hingekriegt. Wenn wir uns das Gebäude etwas näher anschauen, dann sehen wir, er hat hier sehr, sehr viel Zeit investiert, auch in die Türen. Für die Türen hat er gut eine Stunde benötigt, dass das Ganze dann in etwa aussieht wie beim Original. Also wirklich sehr, sehr schöne Detailarbeit. Auch hier mit dem Logo über dem Eingang, über den großen Türen, hat er sehr schön hingekriegt. Die Fassaden ebenfalls sehr schön gebaut. Ebenfalls auch mit der Stuckatur, die wir vorhin auf dem Foto gesehen haben. Also wirklich sehr, sehr viel Details, die er hier verbaut hat. Wenn wir jetzt hier etwas rumgehen, sieht man hier auch den Innenhof. Und hat er wirklich alles von Originalfotos, hat er das nachgebaut. Und warum? Ich habe ihn gefragt, wieso hast du das getan? Er hat gesagt, ja, ich habe schon ein Gebäude nachgebaut und irgendwie hatte ich Lust, etwas Größeres noch zu bauen. Und dann hat er mal in Google eingegeben, Schloss Belvedere Wien, und Pam hat dieses Gebäude gesehen und gedacht, okay, Challenge accepted. Und so ist dann das Schloss Belvedere entstanden. Hier die Rückansicht des Gebäudes und der hintere Park, auch der wieder sehr, sehr detailreich, sehr schön gemacht mit all den Büschen und den Brunnen. Und hier sehen wir dann auch nochmals die Brunnen an der Treppe, die sehen nicht ganz so aus wie im Original, aber auch hier sehr gut getroffen. Und wenn man das Ganze dann so anschaut, sieht es einfach nur wunderbar aus. Jetzt kann ich hier mal die Pause rausnehmen, damit wir auch die ganze Bewegung sehen, der Springbrunnen. Und so muss man einfach sagen, eine sehr, sehr schöne Arbeit, die er da geleistet hat. Und eben, also 40 Stunden, ich denke, so viel Zeit habe ich noch nicht mal in meinen größten Freizeitpark investiert, und er hat das investiert hier ins Schloss Belvedere. Wirklich Hut ab, Respekt.
sehr, sehr schöne Arbeit. Und ich dachte, darum wäre es schön, wenn ich ein Video darüber machen könnte. Er hat gesagt, sicher darfst du, kannst du machen. Denn in bewegten Bildern sieht das Ganze natürlich immer noch etwas spektakulärer aus als nur auf Screenshots. Und ja, ihr könnt das Schloss Belvedere euch selbst runterladen. Er hat es in den Steam Workshop gestellt. Ist natürlich eine eigene Map, ist kein Blueprint, denn eben wie gesagt, 12.436 Teile sind etwas über 1000 Teile. Somit müsst ihr einfach die Map runterladen. Den Link habe ich unten in der YouTube-Description hinzugefügt. Ja, wenn ihr selbst mal irgendein großes Projekt habt oder denkt, AJ, kannst du vielleicht darüber ein Video machen oder würdest du vielleicht, wenn es dir gefällt, ein Video darüber machen? Wenn es ein kleines Gebäude ist, ihr wisst ja, ihr kennt meine Workshop Weekly, dort könnt ihr einfach in die Comments schreiben, den Link posten und dann werde ich mir das Ganze anschauen. Wenn ihr Glück habt, schafft es eure Achterbahn, euer Gebäude, euer Gebüsch oder was auch immer in die nächste Folge der Workshop Weekly. So, jetzt werde ich hier die Zeit etwas beschleunigen, damit wir das Ganze auch mal noch eben in der Nacht anschauen können. Mit dem ganzen Licht. Denn bei Planet Coaster ist ja auch die Nachtansicht eine sehr, sehr schöne Ansicht. Da hat Frontier wirklich sehr gute Arbeit geleistet. Jetzt geht die Sonne langsam unter und das Licht wird eingeschaltet. Und das Schöne finde ich auch, dass die Lichter nicht alle gleichzeitig tack, eingeschaltet werden. Nein, sie kommen mit der Zeit und nun leuchtet das Schloss Belvedere im schönen Nachtlicht. So, dann werde ich hier noch mal kurz Pause drücken, dann können wir uns das Ganze noch mal rundherum anschauen. Auch die Rückansicht und auch ganz wichtig, die Türen, die sind durchscheinend, also die haben so einen leichten Glow-Effekt und ich kann euch jetzt mal noch zeigen, warum, dass er für diese Türen gut eine Stunde gebraucht hat. Wenn wir nämlich ins Innere des Gebäudes gehen, jetzt sehen wir hier die Türen von hinten. Und ja, man sieht es sind wirklich x hunderte Teile, die er benötigt hat für diese Türen, damit das schlussendlich dann eben so aussieht. Ja, Schloss Belvedere bei Nacht ebenfalls sehr schön anzusehen. Schauen wir uns das Ganze nochmal von vorne an. Ein wirklich sehr, sehr schönes Gebäude. Wie gesagt, ihr könnt es aus dem Steam Workshop holen. Und hier nochmal, der Erbauer bin nicht ich. Nein, der Erbauer ist Frank. Und der im Steam nennt er sich Frankie Boy. Also wenn ihr irgendwie sagt, wow, geiles Zeug, dann meldet das doch in den Comments und bedankt euch nicht bei mir, sondern bei Frank, dass er sich Zeit genommen hat und dieses schöne Schloss Belvedere aus Wien nachgebaut hat. Ja, das war es auch schon von mir. Ich bedanke mich und wünsche euch noch weiterhin viel Spaß mit Planet Coaster. Tschüss!